E-Bike, natürlich immer interessant für uns Womo-Fahrer. Praktisch, um in die Garage einzubauen. So, und da kommt die Ursi. Ja, hallo. Wir verlassen jetzt die VIP-Lounge und gehen jetzt durch die abgedunkelten Messehallen. Ja, denn die ist ja schon eine ganze Weile zu und wir durften jetzt noch. Und jetzt hätten wir die Zeit und die Möglichkeit, die Fahrzeuge anzuschauen. Ja, aber ich glaube, keine Menschen drin. Nicht mehr gut gesehen. Nein, das wird niemand wollen. Nein. So, also dann schauen wir doch mal runter. Also, dann macht's gut. Tschüss. Nein, macht noch nicht gut. Nein, okay. Wir zeigen euch noch, wie wir jetzt rausgehen. Ach, die leere Halle. Ja. Genau. So schön kann die CMT sein. Keine Menschen. So, morgen schlagen wir uns wieder rein. Und da sind dann wieder alle Fahrzeuge voll. Und jetzt wäre alles so schön begehbar. Ussi. Ja, aber das Reinigungspersonal ist da und die machen jetzt für morgen alles wieder in Ordnung. Und dann ist alles voll und dann sollen dann wir drehen. Das ist der BMC T580. Und den hat sich jemand von unserer Gruppe gewünscht, dass wir uns den besichtigen. Jetzt ist alles leer. Morgen kämpfen wir da, um einen Platz zu filmen. Also wir sind jetzt gerade reingekommen, noch bevor es richtig losgeht hier auf der Halle, und deswegen wollen wir auch gleich die Gelegenheit nutzen und für Petra und Udo den MC T580 von Hümer vorstellen. Ja. Da sind wir jetzt schon gleich beim Hümer-Stand und da gehen wir jetzt gleich rein. Wenn er schon offen ist, aber ich denke, der ist schon offen. Ja, sonst versuchen wir, dass mal jemand findet, der uns aufmacht. Jawohl, also. Und der Messedach geht los. So, das ist der Grund, warum wir jetzt schon vorher beim Fahrzeug waren. Denn die Türen sind gerade aufgegangen. Und vorbei. Ein neuer Messetag beginnt. So, da ist also jede Menge los. Ja, neben dem Sonntag.
Also auch Montag. Auch montags beliebt, oder? Ja, wird ganz schön voll. Ich dachte, heute wird es etwas weniger, aber es sieht nicht so aus. Ja? Und wir gehen erstmal zum Bugersberg, die tägliche Aufnahme. Ja, schon wieder. Also, wir sind jetzt hier bei der Firma Cargo Clips und das ist der Herr Ilk. Hallo. Und der Herr Ilk wird uns jetzt mal dieses ganz neue System vorstellen, damit wir das auch mal zeigen, was für Alternativen das es zu normalen Wohnmobilen gibt. Ja? Genau. Die Grundidee war, erstmal ein neues Ladungssicherungssystem zu entwickeln, das flexibel ist, das die Möglichkeit gibt, dort Ladungssicherung im Fahrzeug. Also da haben wir jetzt eine Weltpremiere hier, ein Elektrowohnmobil. Die Batterien sind offensichtlich da unten angebracht, wo man nicht hinschauen kann. Mal schauen, ob die Kamera das kann. Und der Motor, den sieht man da vorne. Rein kann man noch nicht in das Mobil. Aber wir können da mal durch die Scheibe reinschauen. Das ist 7 Meter lang, hat 4,2 Tonnen und hat eine Reichweite von ungefähr 300 Kilometer. Also rein auf Elektrobasis und das Ganze fängt bei dem bescheidenen Preis von 170.000 Euro an. Ja. Also kann man sich überlegen, statt einen exklusiv ausgestatteten Hümer, ein Elektrofahrzeug, 300 Kilometer Reichweite, aber es ist ja erst der Anfang der Elektromobilität. Ja, muss man natürlich fairerweise dazu sagen. Und es wird sicherlich auch auf die eine Art und Weise kommen, aber sicherlich ist der Markt noch nicht reif dafür oder die Produkte sind noch nicht reif, dass der Markt in die Marktserie gehen. Ja, ja, weil die Reichweite ist einfach viel zu knapp. Ja, also mit dem Wohnmobil 300 Kilometer, das ist ja eigentlich so gut wie gar nichts. Viel zu teuer, 4,2 Tonnen auf die 7 Meter. Eben, ist das wahrscheinlich auch so teuer. Man weiß gar nicht, wie viel Zuladung das Ganze zulässt. Ja, ja, also es steht da noch nicht so viel dabei. Ja, also man weiß gar nicht, was bei den 4,2 Tonnen zulässiger Gesamtmasse schon verbraucht ist durch die Elektromodule. Und abgesehen davon wird sich das niemand zulegen bei einer Reichweite von 300 Kilometer. Aber es ist der erste Prototyp, es ist der Anfang. Mhm. Und die Entwicklung wird schon weitergehen, das ist ganz klar. Man verbrennt dann nicht mehr den dreckigen Diesel, man versaut dann die Umwelt bei der Produktion von den Elektromobilen. Ja. Also das ist dann Outsourcing, ja, der Umweltverschmutzung sozusagen, ja. Aber wir wollten euch das mal gezeigt haben, ja. Also gibt es auch auf der CMD zu sehen, Elektrowohnmobil. Okay? Ja. Also, das war's. Jetzt sind wir hier beim Pumo-Mobil und da haben wir die Birgit und den Peter. Hallo. Die beiden sind bereit, uns das Fahrzeug mal exklusiv zu zeigen. Ja. Vielen Dank dafür, schon mal vorab, egal was jetzt da rauskommt dabei. Ja. Aber es wird bestimmt interessant. Also das ist auf jeden Fall ein exotisches Mobil auf der CMT. Und ich frage einfach den Peter mal, was für Holz ist es und ist das Holz behandelt? Das war Holz. So zum Wohnmobilleben gehört natürlich auch die Mobilität, die ja oft verloren geht, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, nur zu Fuß. Und für die Bequemen gibt es dann auch die Elektromobilität. Ja, da haben wir hier Deutschlands faltbares E-Mofa mit Straßenzulassung. Und da haben wir schon die Modelle. Das sieht man hier mit Ledersitz. Ja. Und hier sehen wir es zusammengefaltet. Also, das scheint mir auch eine ziemlich neue Technik zu sein. Uzi, und? Ja, lustig. Ist billiger als ein Fahrrad. Ja, also ich habe noch nie gehört, dass es sowas überhaupt gibt. Ja. Und man bringt es auch gut in der Garage unter. Ja? Also, das kann jeder in seiner Heckgarage gut verstellen. Schaut euch mal an, das ist die Firma. Schau mal.
K1, Deutschlands faltbares E-Mofa. 25 Stundenkilometer, 35 Kilometer Reichweite, 125 Kilo Zuladung, 18 Kilo Eigengewicht. Firma Hammer International. Ja, schauen, hier steht auch ein Roller, ein Elektroroller. Also ja. Das Thema Elektro kommt immer mehr. Ja, klar. Und das sieht nicht mal schlecht aus. Ja. Wie die Ursi. Tut ja nichts zur Sache. Bitte? Dürfen wir Sie mal filmen, wenn Sie da Runde drehen? Ja, klar. Kein Problem. Die Rolltreppen runter. Man hört nichts vom Elektromobil. So. Toll. Keinen Ton hört man, wenn das vorbeifährt, oder sie? Hä? Ja, ja, und das zieht ganz schön ab, also hat einen ganz schönen Zug drauf. Ja, fährt wahrscheinlich nur schneller. Ja, ich denke, dass der jetzt ein bisschen vorsichtig gefahren ist. Ja, ich sag ja, aber da hat er ein bisschen Gas gegeben, hat er einen richtigen Schwung gemacht. Also muss man, glaube ich, auch vorher ein bisschen üben. Ja, zumindest wenn es so viel Verkehr da ist, denn da ist ja Publikumsverkehr. Ja, ja, ja. So, jetzt gehen wir essen, oder? Ja. Gut, also wir machen eine kurze Pause. Melde uns später nochmal. Ja. So, da haben wir hier die Firma Genesis Import. Und da sieht man schon. Die haben ganz exotische Dinge hier. Die sind schon so mit ausgestattet mit dem Wolf. Also das sieht man schon alles ziemlich nach Sibirien aus, oder? Ja, oder Wüste. Einfach Abenteuer. Ja. Abenteuer, ja. Hier mit Dachzelt. Also nicht unsere Camping- oder unsere Komfortzone, Ursi, oder? Nein, wir sind keine Abenteurer mehr. So, hier auch mit Sitzbank hinten. Ja. Und die Standardkabine, also nur die Kabine, kostet inklusive Montage 25.000 Euro. Die Dusche ist hier aus Platzgründen außen untergebracht und etwas einfacher gehalten. Ne, Ursi, die geht auf der anderen Seite auf hier. Ah ja. Ja. Und eine Außendusche. Ja. Also, für denjenigen, der es nicht in seiner Komfortzone braucht, wie viele. Global Traveler X. Voyager X. Voyager X. Voyager. Und das soll man von Reinhold schauen, ob man dass er Füße kriegt, wenn man auf der Toilette sitzt oder beim Duschen. Wir hoffen, dass man beim Duschen schon hat, ja. Füße kriegt. Ja? Aber nicht, wenn man mit Nass und Toilette anschaut. Das müssen wir nicht mehr reinholen, aber wir schauen uns jetzt mal das ganze Fahrzeug an und dann sagen wir, was uns dazu auffällt. Ja? Ja. Also das ist auf jeden Fall der Globe. So, wir sind hier bei Orange Camp. Das ist ein kleiner Hersteller, Vertreiber von Fahrzeugen, die werden alle in Süddeutschland produziert. Und hier haben wir den Andreas Hanner, der verkauft hier die Fahrzeuge auf der Messe. Und er sagt uns vielleicht ein bisschen was zu Orange Camp. Das kann ich gerne machen. Also, Orange Camp ist ein Produkt, was die Firma Brinkmann Caravan auf den Markt gebracht hat. Aus Braunschweig? Aus Braunschweig, genau. Und das ist halt unsere Hausmarke. Also, jeder kennt ja das Problem im Wohnmobil, da will man nichts bohren, denn man bohrt ja immer wieder an der falschen Stelle und wenn man es dann korrigieren will, hat man zwei Löcher drinnen und deswegen ist Kleben eine gute Sache. Auch ich habe schon geklebt, wer meine Videos beobachtet hat und er weiß, dass ich dann auch an der falschen Stelle geklebt habe, beziehungsweise einmal habe ich geklebt, dann 4 Wochen Pause gehabt und dann war der Kleber ausgehärtet und jetzt wollte ich mich hier bei der Firma Dekalin beschweren, ja, dass man sich hier mal was einfallen lassen soll,
Und jetzt haben die sich da was einfallen lassen und da haben wir die Davida. Hallo. Die Davida ist zuständig für den Social Media Bereich der Firma Dekalin. Die sind hier auf der Messe, auf der CMD vertreten und die kann uns jetzt mal sagen, wie ich am Wohnmobil am besten etwas befestige, damit ich da zum Beispiel meine Campingstühle festzurren kann. Genau, wunderbar. Also je nachdem, was wir befestigen und wie schwer das Ganze ist, haben wir zwei verschiedene Produkte, die kleben und dichten. Das ist einmal der MS2 und einmal der MS5. Der MS2 hält 22 Kilogramm auf den Quadratzentimeter, der MS5 hält 28 Kilogramm auf den Quadratzentimeter. Das heißt, wenn wir jetzt sowas haben wie Campingstühle, nehmen wir den MS5 oder für Sattanlagen, für Solarzellen auch den MS5. Für Haken zum Beispiel an der Wand, wenn wir gerade kleine Sachen kleben, nehmen wir den MS2. Den haben wir auch in der kleinen Tubenform und dann haben wir weniger Verschwendung einfach an Sachen, die dann eben, wie du vorhin gesagt hast, aushärten, dass du nach 4 Wochen das nicht mehr benutzen kannst. Und da benutzen wir einfach dann die kleinen Tuben hier. Wie gesagt, der hält 22 Kilogramm, da können wir einfach den Deckel hier oben abschrauben. Beim ersten Gebrauch schrauben wir hier oben auch das ab und entfernen dann diese kleine Leiste. Ja. Und dann bohren sich die kleinen Zähnchen hier in die Tube rein, wenn wir diese wieder verschließen. Und dann ist es ganz einfach wie Zahnpasta, hinten drauf drücken, vorne kommt es raus. Einfach aufdrücken, wenn die nicht leer sein sollte, die Tube. Wenn wir unsere 2, 3, 5 Haken geklebt haben zum Beispiel oder unsere Lampenspiegel, das hält ungefähr alles. Das ist ein dauerelastisches Produkt. Das heißt, wir können da ganz viele verschiedene Materialien mit verkleben. Machen wir vorne die Spitze sauber und verschließen das wieder. Und dann packen wir das am besten in eine Tupperdose mit Reis oder Salz, weil das feuchtigkeitshärtende Klebstoffe sind. Aha. Und je trockener wir das Ganze lagern, desto länger haben wir da noch was von. Also das war jetzt sehr ausführlich. Wem es zu schnell war, der muss sich das ja zweites Mal anschauen. Aber man sieht es hier, ich tue mal ein Resümee aus dem Ganzen jetzt geben. Das ist der starke Kleber. Genau. Da kann ich also meine Campingstühle mit verzurren. Absolut. Und pro Quadratzentimeter sind 22 Kilo Belastbarkeit. Für den MS2, genau. Ja. Das hier ist der MS5, der hält 28 Kilo. Der hält 28 und der einfache 22. Wo ist jetzt der einfache verklebt? Also der hier ist der 2er und das ist der 5er. Die fühlen sich beide gleich an. Die verhalten sich beim Auftragen ein bisschen anders. Also den MS2 kann ich verfugen wie ein Silikon. Aha. Und den MS5, der ist ein bisschen anfangsfester, damit wir eine geringere Verdrängung haben, wie für zum Beispiel schwere Geschichten wie Sattanlagen, damit wir da nicht ganz so viel verdrängen. Dauerelastisch, wenn man sie jetzt anfasst, fühlen die sich beide gleich an. Ja. Und das war jetzt hier der MS5. Genau. Und wenn ich die Tube nicht ganz verklebe, dann schmeiße ich notfalls den Rest weg. Wie teuer kommt so eine Tube? Und zwischen 7 und 8 Euro. 7 und 8 Euro. Und damit kann man mit Sicherheit 50 Haken kleben. Je nachdem die Größe, also da kann man relativ viel mitkleben. Ja. Also, schaut euch mal an, das ist die Firma Dekalin. Genau. Da gibt es auf der Messe Prospekte anzutreffen in Halle 9 auf der CMD und im Internet unter www.dekalin.de also, oder auch auf Facebook. Oder auf Facebook. Genau. Also, mal anschauen und ich denke, das ist keine schlechte Sache. Auf jeden Fall. So. Die Sonne ist wieder weg. Ja. Das Wohnmobil ist dreckig. Und wie, ja. Und zwei Personen sind fix und fertig. Ja. Und es ist Ursi und Helle. Ja, es ist schon anstrengend, ja. Aber der Dach ist gelaufen. Wir haben ein schönes Video zusammengestellt. Zusammengestellt kann ich jetzt nicht sagen. Das kommt jetzt ja, erst. Ja, und ob das schön wird, das wissen wir noch nicht. Nein. Wir hatten da schöne Zeit auf der CMD. Morgen gehen wir nochmal rein. Aber da haben wir was Bestimmtes vor. Und das zeigen wir euch separat in einem weiteren Video. Also, macht's gut. Tschüss. Ciao.